Wir haben hier AMAX EPIX. Den gibt es in zwei Versionen. Meiner ist 3,5 Zoll mit HD0 Digitalkamera und mit Express LRS Empfänger. Geflogen wird natürlich mit einem HD0 Modul. Entweder das hier von Fatshark oder es gibt auch einen von HD0. Bei dem Quad liegen 6 Propeller, also 2 Ersatzpropeller und dazu die passenden Schrauben. Ein paar Ersatzschrauben sind dabei. Der EPIX ist schön flach gebaut, ist halt recht niedrig, hat einen F7 Flugkontroller mit 25 Ampere ESCs. Und wie man hier sieht, obendrauf sitzt ein HD0 Sendemodul, der von der WUP Version. Die Motoren sind die ECO 2 2004 mit 3000 kV. Hinten die kleine EMAX Antenne von dem Videosender und hier die T-Antenne von dem Express LRS Modul, der hier direkt hier drunter sitzt. Auf dem Express LRS Modul ist die Firmware 2.4.0 drauf. Der Kamerawinkel ist einstellbar. Wahrscheinlich fliegt man die ganze Zeit nur so steil, weil das ein typischer Racing Quad ist, gerade perfekt zum Üben. Das Frame besteht aus einem Stück. Die Arme sind nicht einzeln austauschbar, ist aber schön verarbeitet und für den Akku ist zusätzlich so eine Platte eingebaut. Die Arme sind 3,5 mm dick. Der 3,5 Zoll Quad wiegt 170 Gramm und mit einem kompakten 57 mAh 4S Akku sind es genau 250 Gramm. So fliegt er fantastisch gut. Man kann auch ein bisschen mehr drauflegen, für ein bisschen mehr Flugzeit kann man auch den 900 mAh Akku nehmen. Dann sind wir 11 Gramm schwerer. EMAX Havant 3,5 Zoll, geflogen mit der Radiomaster TX16S MK2, die Carbon-Version, und HDO2 Brille mit dem HD0 Modul. EMAX mit starken Motoren, schönes kompaktes Frame. Geflogen wird am besten mit 650 mA 4S Akku und vorne die HD0 Kamera. Hat ein Bild in 16:9 Format. Schönes Frame. Die Bodenplatte ist aus einem Stück. Motoren sind gut abgeschützt. Dann leg mal los. Flug auf Sicht in Angle Mode. Ja, hat ordentlich Speed. Zieht schön ab. Hier haben wir die Ansicht der HD0 Kamera, die ist ja 16:9. Genauso sehe ich das Bild in der Fatshark FPV Brille. Das Bild sieht sehr gut aus, gestochen scharf, Farben sind auch okay. Also ein perfektes Bild für FPV Race, obwohl ich hier Freestyle fliege. Naja, und ich war so konzentriert auf das Fliegen, sodass ich gar nicht gesehen habe, dass links unten der Akku total leer geworden ist. Und somit bin ich zum Schluss abgestürzt und durfte mein Quad eine gute Stunde lang suchen. Jetzt versuche ich mal ein bisschen Slalom zu fliegen, also niedrig am Boden und so, als wenn ich durch Tore durchfliegen würde. Also ich versuche so ein bisschen das Racing zu simulieren. Was ich feststellen musste, es ist gar nicht so einfach, Slalom zu fliegen, obwohl die Bäume locker 5 Meter, 6 Meter auseinander liegen, konnte ich trotzdem nicht ordentlich Gas geben. Das muss richtig geübt werden. Also ich bewundere die ganzen FPV-Racing-Piloten, die hier mit voller Geschwindigkeit mit einem großen 5 Zoll Quad einfach locker so durchfliegen können. Ich würde aber sagen, der EMAX EPIX in der 3,5 Zoll Version ist ein toller Übungsquad, mit dem man schön Racing üben kann.
dafür spricht, dass der eine digitale HD0-Kamera hat, wo die Latenzzeit für die Bildübertragung sehr niedrig ist. Ich somit ein sehr sauberes Bild habe und auf jeden Fall besser als analog. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Wer also beabsichtigt, Racing zu fliegen, ist das ein tolles System von HD0. Vor allem die HD0-Kamera liefert ein super Bild. Ich habe aber wie bei analog nicht allzu große Reichweite. Das heißt, auf so einem Racingplatz, wo alles frei ist, wo nur so Gates aufgebaut sind oder so wie hier die kleinen Bäume da sind, habe ich fast gar keine Störung. Also ich kann hier wunderbar durchfliegen und auf der kleinen Fläche auf Zeit fliegen. Nimax bietet den Apex zurzeit nur in der Digitalversion, also mit dem HD0-Modul. Also gibt es die 3,5 Zoll-Version mit HD0 und dem Express-LS-Empfänger, so wie ich den habe, oder als Plug-and-Play, wo man selber eigenen Empfänger einbauen kann. Von der 5 Zoll-Version bin ich nicht so ganz überzeugt. Da sind zwar etwas größere Motoren, aber das ist eine leichte Bauweise und der fliegt mit Sicherheit schnell, aber die Beschleunigung ist vielleicht nicht so extrem wie bei dem 3,5 Zoll Quad. Meistens sind auch die längeren Arme ein bisschen unruhiger beim Fliegen. Zum Üben würde ich den 3,5 Zoll Quad bevorzugen. Sollte ich mal den 5 Zoll Quad nehmen, dann würde ich den nur mit 4S nehmen, weil die 6S Akkus recht teuer sind, gerade wenn man die in so einem kleinen Formfaktor benötigt. Um die 800 mAh. Alle Akkus mit mehr Kapazität finde ich einfach dann zu schwer. Der Emax Apex ist auf jeden Fall ein guter FPV Racing Übungsquad, der nicht zu laut ist, sehr gut eingestellt ist von Emax und macht definitiv sehr viel Spaß. Also bis zum nächsten Mal.